Heißer Tag. 22. Mai. Ja, nach Auffahrt. Das Schwimmbad ist offen. Super, freue mich. Wahrscheinlich noch nicht viele Leute, aber es ist offen. Vielleicht ist heute sogar gratis. Ist glaube niemand da, aber es sieht offen aus. Ja, mal schauen. Ah, schön. Hallo? Ist offen? Schon, oder? Du bist doch der Badmeister, oder? Simon Studer ist offen, oder? Nach Auffahrt ist ja das Schwimmbad immer offen. Nein, tut mir leid, es ist nicht offen. Aber er ist doch eine Auffahrt gewesen. Wegen Corona? Ja, wir haben noch zu wegen Corona. Jetzt habe ich wieder baden, mich abkühlen können. Wann macht ihr denn auf? Voraussichtlich am 8. Juni, so wie es jetzt aussieht. Dann kann ich auch nicht baden kommen heute. Nein, tut mir leid, wir haben noch zu. Wir sind noch etwas am Vorbereiten. Aber mit Schwimmen ist leider noch nichts. Aber dürft ihr wenigstens fürs Fernsehen hinschauen, wie weit das mit den Vorbereitungen sind und ein bisschen schauen, was ihr da alles im schönen Schwimmbad wieder los habt? Aber natürlich und selbstverständlich. Gut, dann können wir doch gerne mit. Machen wir noch. Danke. Ah, da sind wir schon. Neuer Weg. Ja, genau. Also das ist etwa das Offensichtlichste, was wir haben. Wir haben den Weg, den wir machen dürfen, neue Verbundsteine. Weil die alten, die sind dann genug alt gewesen, genug verwittert. Von wegen Verletzungsgefahr ist das nötig gewesen, dass wir jetzt das Stückchen machen konnten. Sind das Arbeiten, die der Badmeister mit seinen Gehilfen machen muss, oder tun das Fremdvergehen so Sachen? Das ist etwas, was wir selber machen können. Und es wäre jetzt eigentlich eine Arbeit gewesen für im Herbst, die wir jetzt eigentlich vorverschoben haben, weil wir eben noch nicht können aufmachen konnten. Jetzt auch beim Bodybuild, zum Erik Schmieden sagen. Erik, ja, ihr seid eigentlich stark klar, aber es ist sicher schwierig momentan. Ihr könnt noch nicht loslegen, gell? So ist es. Gesundheit geht vor. Wir hoffen jetzt am 8. Juni, dass wir auftun dürfen. Wir sind stark klar und hoffen auch, dass es klappt. Wenn Bodybuilds wieder offen ist, wie viele Leute erwartet ihr da und wie viele Mitarbeiter hast du da, die arbeiten bei dir? Bis in den Spitzen rein? Schwankt natürlich sehr stark. Also wir haben eine Minimumbesetzung von etwa 4 Leuten. Wenn wir Anlässe haben, kann das natürlich bis 10-12 Personen sein. Wir hoffen, dass wir so viele Angestellte brauchen, dass wir sehr besucht werden hier. Wir freuen uns auf jeden Gast, der zu uns kommt. Super. Und wenn ich jetzt nicht so ein Schwimmer bin, aber irgendwie noch duschen oder ein Bier kaufen oder irgendetwas essen kann, ist das für mich auch nicht möglich? Muss ich da einen Eintritt zahlen? Wie sieht das aus? Nein, wir haben einen Restaurantbetrieb, also wir dürfen uns besuchen, auch ohne Eintritt. Wenn man sich an der Kasse vorne sich meldet und sagt, ich gehe ins Restaurant, ist das absolut kein Problem. Wir würden uns auch freuen, ein Feierabendbier in so einem schönen Body ist sicher etwas Schöneres als in einem Restaurant sonst. Also wir freuen uns auf jeden Gast natürlich. Und wenn ich noch Hunger habe, was hast du speziell zum Anbieten, zum Essen? Was gibt es auf der Karte? Also der Schwerpunkt bei uns ist frische Qualität für einen günstigen Preis, dass sich eine Familie auch das kann leisten bei uns. Einsparten sind, es wird täglich frische Salat gemacht in verschiedenen. Wir haben einen grossen Hamburger von der Chemie Metz in Fislisbach in einem Krustenbrot. Wir haben auch einen Buntbarsch, das Filet in einem Kräutermantel. Also wir legen viel Wert auf Qualität, aber auf einen günstigen Preis, dass auch die Familie zu uns kommen darf. Also etwas für Fleischliebhaber, aber auch für Veganer. Einfach für alle da. Also ich kann euch nur empfehlen, kommt in die Bodybites. Es lohnt sich, die nicht wollen schwimmen. Einfach sonst mehr vorbeigehen und sein Personal. He? Danke vielmals, ganz gute Saison. Ich bedanke mich. Danke vielmals. Einen schönen Abend. Wir stehen jetzt auf dem grossen Schwimmbecken. Und Simon, das ist quasi dein Reich jetzt da, das Schwimmbad. Was ist denn da in der Zeit, in der ihr zugehört habt, über den Winter, was ist da wieder gemacht worden? Ja, wir haben über den Winter eigentlich ganz einen Haufen zu tun mit Reparaturen, mit Service von Geräten, Maschinen, von Anlageteilen. Was wir jetzt dieses Jahr sicher gut wird sehen, sind die neuen Bänkchen am Schwimmerbecken. Das ist etwas Offensichtlichste. Wir haben aber auch noch ganz andere Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade hier am Durchschreitenbecken einen Handlauf. Und beim Einstieg hier hinten im Schwimmerbecken hat es auch noch einen zusätzlichen Handlauf gegeben. Super. Und wieso sollen jetzt die Würenlos oder die ganzen Vorteile auf Würenlos baden kommen? Weil Würenlos die schönste Badi ist. Das habe ich auch schon gehört, ja. Ja, Würenlos ist wirklich schön, weil es
schön gelegen ist. Es ist verwinkelt, es hat einen Haufen Bäume, es ist eine schöne Grünanlage. Und es hat aber auch für alle Personen etwas da. Also wir haben für die Schwimmer haben wir ein 50 Meter Becken, wo man schwimmen kann. Wir haben ein Nichtschwimmerbecken für Kinder mit einer Rutschbahn, mit einem Sprungturm. Und wir haben für die ganz Kleinen ein Planschbecken. Und wahrscheinlich hat es zu hören, der beste Badmeister, oder? Ich würde es meinen. Simon, jetzt bin ich oben runtergelaufen und habe gesehen, dass irgendjemand schon in dem Schwimmbad drin. Es war aber nicht ich. Wer ist da in dem Schwimmbad drin? Was macht der genau? Ja, das ist im Moment der Einzige, der einsam und verlassen seine Bahnen zieht. Das ist unser Beckenroboter. Der saugt uns das Becken ab und sorgt dafür, dass es sauber ist. Das ist quasi eine Schwarzarbeit, die wir hier haben. Ja, also das dann schon nicht. Gut, aber das Wasser, bevor er drin ist, ist super. Wirklich einwandfreie Qualität und der macht das ganze Arbeit hier. Das auf jeden Fall. Kostet auch genug. So Simon, jetzt sind wir hier bei dem schönen Sprungturm. Ich bin hier ja, vor 20, 30, 40 Jahren auch nach oben runtergekumpelt. Hat mir immer Spass gemacht. Ich sehe, da ist vieles neu geworden. Ich bin als Fußballer gerne hierher gekommen. Du bist Badmeister. Wie wird man denn überhaupt Badmeister? Was ist da die Berufung dazu? Ja, bei mir war es ein Zufall. Ich bin eigentlich gelernter Koch. Und ich bin dann per Zufall für eine kurze Zeit in ein Freibad in die Küche gekommen, weil ich die Person, den Badmeister, dort gekannt habe. Ich durfte dort mal zwei Monate machen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gefunden habe, ich mache noch eine ganze Saison. Und dann bin ich dann eigentlich von der Küche rausgekommen, durfte das Brevet machen, durfte die Anlage kennenlernen und so hat es mir eigentlich den kleinen Finger reingenommen. Da hört man immer sagen, der Badmeister sei ein Traumjob, oder? Kalifornien, Baywatch und so, und danach muss man im Sommer arbeiten, im Winter kann man die Beine hochlagern. Ist das heute so oder ist das irgendwie, das stimmt überhaupt nicht, was ich so sage? Ja, also ich sage mal so, es ist im Sommer sicher strenger als im Winter im Freibad, aber dass man eigentlich nur so Playboy-mässig am Becken steht, so ist es eigentlich nicht. Wir haben einen Haufen Arbeit neben ihnen, die man eigentlich nicht sieht. Dann, wenn die Leute gegangen sind. Oder in der Technik, die man uns nicht sieht. Also der Playboy, der mag in Kalifornien noch sein, aber bei uns ist das anders. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, schlussendlich bist du da der Chef von dem Bad. Du hast wahrscheinlich grosse Verantwortung. Wenn da einer oben runtergeht oder versauft oder könnte versaufen, dann musst du da parat stehen. Du musst ja auch entsprechende Ausbildungen für das haben. Ist das richtig? Ja, genau. Also nachdem ich eigentlich ein Rettungsprüfung gemacht habe, damit ich überhaupt mal halt dürfen, das Becken stehen durfte, habe ich dann Badmeisterausbildung gemacht. Das heisst, ich bin ein halbes Jahr nach der Schule, wo ich dann noch etwas über Badwasseraufbereitung gelernt habe, über Gartenanlagen, Sanitär, Heizung, Lüftung und so weiter, alles, was man halt als Badmeister so braucht. Und ich habe nachher dann auch noch die zweite Stufe gemacht. Das ist der Fachmann für Badanlagen, wo es dann eigentlich so ein bisschen um die Führung von Bädern geht. Also das ist ein sehr umfangreiches Ausbildungsstand, den du da musst haben, aber sicher auch interessant, weil eben, du hast eigentlich eine ganze Palette. Jetzt eben, wir hoffen, dass der Bundesrat am 27. August grünes Licht gibt, dass ihr Anfang Juni dann wirklich aufmachen könnt. Hast du persönlich Angst, wenn da die Leute kommen und mit den Massnahmen, die es vielleicht gibt, oder nimmst du das relativ locker? Ja, also ich hoffe, sie kommen. Ja, also ich freue mich darauf, wenn wir die Bade endlich mal wieder voll haben. Ich hoffe, dass wir wirklich am 8. Juni dürfen auftun und dass die Leute dann auch zu uns kommen. Wir wären parat. Super, in dem Fall toi toi toi. Das Wetter haben wir gut. Es fehlt nur noch der Bundesrat, muss ja sagen. Und Corona muss gehen. Danke vielmals, Simon. Macht's gut. Danke, Badmeister. Merci, Simon. So, wir kommen Schluss von unserem Beitrag. Schwimmbad Bürgerlos, Schwimmbad Wiemel. Wunderschöne Anlage. Wir freuen uns alle, wenn wir hier wieder baden dürfen. Bis jetzt hat Corona leider alles ins Wasser fliegen lassen. Ist alles bach abgegangen. Ich habe Spezialbewilligung. Ich werde jetzt ins Wasser gefallen gelassen. Versuche es hier wieder mal vom 3 Meter. Nicht gerade mit Salto und Schrauben. Aber auch wieder mal schöne Abkühlung. Schwüler Tag heute gewesen. Und die Abkühlung tut sicher gut. Simon, ich gebe dir. Sagen tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal im Schwimmbad Wiemel. Ab Anfang Juni, 8. Voraussichtlich. Gut. Tschüss zusammen. Hoppe, kommen wir wieder vorne. So, oh. Woo! Woo!